Pendelbereich. Was machst du? Und damit kann ich übrigens alle Monster der Stufen 2 bis 7 von meiner Hand aufs Feld rufen. Das heißt, du beschwörst dadurch mehrere Monster gleichzeitig? Ja. Das ist gegen die Regeln, oder? Pfeif auf die Regeln, ich hab grüne Haare. Aber weil sie sich überlegt haben, ah gut, ist vielleicht auch so ein bisschen immer, haben sie es angepasst und jetzt kann jeder die Pendelbeschwörung benutzen. Vorausgesetzt, er hat die dafür produzierten Karten. Meine waren einfach da. Ah, hast recht, das ist voll immer. Mhm. Es nennt sich Cheating. Und ihr tut es auch. Wo denn bitte? Mr. Sechse, ich erschaffe mir meine eigene Karte. Glanzvoller zu. Das ist Cheating? Nee. Ihr solltet eure Leute ehrlich gewinnen. Oh, das fand ihr, Mr. Plötzlich, majestätischer Drache, der überhaupt nicht in deinem Deck ist. Und Jaden, wie cheatest du so? Naja, neben meinen Plot-Device-Karten habe ich aber nicht wirklich alles verstanden. Das ist kein Grundstück. Also ich habe zwar keinen Sechsel und auch keinen Clear Mind, aber sonst kann ich alles das, was ihr so könnt. Also ich kann Pendelbeschwörung, XC-Beschwörung, Synchro-Beschwörung, Fusionsbeschwörung und nicht dein Ernst. Ah? Ritualbeschwörung. Nee, das habe ich noch nicht, aber so ein erderschütternder Ritualdrache klingt schon echt cool. Also ich muss mir noch so ein paar Details überlegen, so wie echt krasse Angriffskraft und so, und dann taucht er schon auf. Wie, dann taucht er schon auf? Ja, das ist so eine Clear Mind 6 und Plot Device, ich mach mir meine eigene Karte Nummer. Du kannst echt alles, was wir können. Als Protagonisten ist es uns also erlaubt zu betrügen und ungeschoren damit davon zu kommen? Oh, finde ich gut. Aber diese Pendelbeschwörung ist doch was völlig anderes, wenn das alle können. Also ich finde die grünen Haare schon echt überzeugend. Ja, apropos grüne Haare. Eure Frisuren sind ja auch markant. Was meinst du damit? Pass auf! Ey, fass mich nicht an! Also, erstens haben wir hier einen Seestern. Aha. Dann haben wir hier einen Qualle. Und du bist dann eine Krabbe. Eine Sexkrabbe. Und du bist ein Hummer. Ich bin ein Hummer! Ja! Und du die Tomate. Zusammen sind wir ein Seafood-Mix. Du passt da nicht so richtig rein, Julia. Wieso? Weil Tomaten keine Meeresfrüchte sind. Tomaten sind keine Meeresfrüchte. Jetzt fang doch nicht an zu heulen. Sei leise, ich werde ihn trösten. Pass auf. Ja. Julia. Wie wär's, wenn wir stattdessen eine Pizza Frutinare sind? Du bist das Tomatenmark und wir der Belag. Oder so. Klingt gut. Ja? Ja, gut. Ich hab gehört, wir haben noch was alles gemeinsam. Oh, ja, genau! Oh, wir haben noch was gemeinsam, und zwar Kuribos! Was? Kuribos, Moment! Ja. Sowas hier! Das sollen Kuribos sein? Das sind keine Kuribos. Natürlich sind das Kuribos! Nee. Seht doch ihre großen Augen! Ja, aber die sind doch völlig haarlos! Ich liebe sie! Guck mal, die müssen so aussehen! So! Jetzt sind wir schon so weit gekommen, dass wir über haarige Nüsse diskutieren. Also, ich hab keine. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Oh, ich mag Nüsse. Okay, was geht denn bei dir? Vielleicht, ich finde gerade ein, dass meine haarige Nuss sehr mächtig werden kann. Ich denke, den können wir versetzt. Vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Und ihr sollt mich ersetzen. Ein
ein Kuribo. Als Verbrecher. Ein ADHS-Kind. Und ein Clown. Damit habe ich gar keine echten Verbrechen begangen. Oh, you say, mit dir will ich gerne für echte Verbrechen machen die das öfter? Wie sollen sie endlich ein Zimmer nehmen? Hier sind Minderjährige anwesend. Ja, Service. Sag mal, you say, ist Card Games on Motorcycles jetzt eigentlich deine Catchphrase oder wie ist das? Also eigentlich ist es, jetzt wird aufgedreht. Nice, ich spiel mich in die Action. So spielt man. Herz der Karten, bla bla, es klingt komisch, aber es funktioniert, oder? Ich spüre den Flow. Ja, wenn du den Flow spürst, solltest du vielleicht nochmal aufs Klo und stehen. Nein, Mann, ihr werdet weggedeckt. Schlecht, du brauchst dir gar keinen auf Saiyajin zu machen und niemand mag dich. Doch, ich bin... Mal vorausgesetzt, dass keiner jemals deiner Serie eine Chance gegeben hat. Und außerdem, naja, das hat man ja schon bei Jaden gesehen, dass das nicht funktioniert. Ganz toll, Frau. Eigentlich super gemacht. Du hast einen kleinen Jungen zum Heulen gebracht, nur um den nicht vorhandenen Plot dieses Stückes voranzutreiben. Du bist empathisch wie ein Stein. Ich gehe ihm nach. Julia! Tja, Jüsse, ich würde sagen, und nichts von Wert war verloren. Komm her, wir brauchen jetzt noch was. Universum zerstört und deswegen sitzen wir jetzt irgendwo im Nirgendwo fest. Oh
zu langweilig wird, dann kann ich euch einfach mitnehmen. Wie mitnehmen? Naja, also Declan und ich. Hipster Kaiber. Erstaunlich gut. Jedenfalls, wobei ich stehe, genau, Freunde, so nennt sich zuerst. Jedenfalls können wir durch die Dimensionen reisen. Wow. Mhm. Echt? Ja. Aber wo gehen wir denn dahin, wenn wir wegkommen? Naja. Überleg, Sophie. Na, ich warte auf Musikeinsatz, aber ich mache auch so weiter. Es gibt Parallelwelten, Universen, die wir haben. Universen, die im Chaos versinken. Dimensionen, die euch dringend benötigen, weil ihr da fehlt. Aber werden wir unsere Freunde dann wiedersehen können? Nun, ihr werdet schon das ein oder andere bekannte Gesicht sehen, aber es wird nicht unbedingt die gleiche Person gewesen sein. Und was ist, wenn sie uns nicht wiedererkennen? Nun, im Herzen werden sie schon irgendwie... Ich denke, das klappt schon. Und einmal die Chance habe, auf Jesse zu treffen, dann wird er fühlen, wer ich bin und dass zwischen uns eine Verbindung herrscht. Yeah. Gute Freunde bleiben einfach immer im Herzen, das kennst du gar nicht. Vielleicht lebt Homo dort ja noch. Ich sagte doch, sie kommen alle.